Und ein frostiges herzlich willkommen zurück. Season 3 geht weiter und es ist kalt. Es ist nicht nur kalt in Ark, es ist kalt auch bei mir zu Hause. Es ist überall kalt. Und wir erfreuen uns an der Bienenmaja. Sieht das nicht schön aus? Danke an Stone. Stone hat mir die Bienenmaja, die übrigens falsch geschrieben ist, hat mir jemand geschrieben, da ich den Tippfehler hier schon hatte, habe ich den natürlich auch direkt im Titel mit reingeschrieben. Pff, egal, nicht so schlimm. Man weiß ja, was ich meine. Wir können es auch übrigens umschreiben. Wir schreiben das wirklich die Biene Maja hin. Komm, damit es auch richtig ist. Biene Maja. Keiner hat drauf geachtet. Aber das macht doch nichts. Oder wenigstens einer hat drauf geachtet, dass es falsch geschrieben wurde. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber das macht jetzt nicht zur Sache. Der Reno sieht einfach top aus. Es gibt übrigens diesen Skin nicht. Den Skin hat mir der Stone extra für mich erstellt. Wie ich schon, ich glaube, in 2000 Videos von mir gesagt habe, wollte ich mit dem Stone auch nochmal eine Folge machen, wie man Skins vielleicht selber erstellt oder Skins runterlädt und die dann auch auf die Tiere selber oder auf eure Tiere draufladen kann. Das ist kein Cheat und das ist auch nichts Besonderes. Ihr braucht keine Programme, ihr müsst einfach nur, das ist eine Datei, die wird einfach in den Arc-Ordner kopiert und das war's. Dann geht man mit dem Pinsel drauf und dann kann man diesen Skin hochladen. Aber wir gehen jetzt nämlich, ups, das sieht so richtig toll aus. Wir gehen jetzt unterwegs nach Hause. Ja, ich gehe jetzt mal Richtung Home mit dem Wooly Reno. Aber vorher gehen wir hier vorne an dieser Ecke vorbei. Übrigens, es gibt kein Schwarz in als Farbe in Ark. Deswegen ist das ein bisschen bräunlich. Ist zwar jetzt Schwarz als Farbe, aber die schwarze Farbe als Farbe an sich gibt es irgendwie nicht und es wird immer als braun angezeigt. Macht aber nichts. Man kann auch so damit leben. Ja! Das, wie nennt man das nochmal beim Bowling? Strike? Alatak! Alatak! Okay, ein Leck. Oh man, es leckt aber gerade hier. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass du der Stuhl bist. Weg. Was für ein Krach der macht. Oh, es sieht so aus, als ob das da hinten ein weißer Adler wäre. Wäre mal eine schöne Sache. So, was? Oh, wir gehen ein bisschen auf Gewicht noch und auf Stamina brauchen wir eigentlich eher weniger, aber naja, wir gehen trotzdem auf Stamina. Also Wooly Reno, der muss natürlich immer erst auf Geschwindigkeit. Genau, dann kann man nämlich auch hier einfach durchjagen. Ups. Super. Gefällt mir echt gut. Es hat mich übrigens auch jemand in den Kommentaren geschrieben, ob der Wooly Reno zu empfehlen ist. Nein. Wenn ihr sowieso alle Tiere haben möchtet, dann macht das. Wenn nicht, wenn das jetzt nicht unbedingt euer Lieblingsobjekt ist, dann macht das nicht, weil Wooly Reno macht einfach nur Spaß, sonst nichts. So ein T-Rex, der macht natürlich dann schon ein bisschen mehr Sinn, wenn man vielleicht Fleisch holen möchte. Drop all items, mal gucken, ja, so raus. Gehen wir hier auf Melee Damage noch hoch. So. Oh, so schön. So, und dann wollen wir mal Richtung Home. Aber wir gehen nicht am Strand entlang, wo wir sonst immer hingehen. Wir gehen jetzt einfach so mal ein bisschen durch die Mitte. Oh, der arme Dodo, der wird jetzt überrannt. Ich liebe diese Wooly Renos. Bevor ich es vergesse, wir sind jetzt schon wieder bei 4 Minuten und das ist schon wieder nicht der Anfang des Videos. Das Video, und deswegen wollte ich das nochmal voraussagen. Wenn ihr wissen wollt, was wir alles für Mods drauf haben, woher die Kappe kommt, wo, guckt doch mal in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Informationen. Es gibt immer meistens immer die gleichen Fragen.
in jeder Folge. Und wenn ihr einfach in die Videobeschreibung guckt, dann seht ihr. Oh, ich glaube, ich sollte, glaube ich, nicht so zuhauen. Das ist nicht so schlau. Dann seht ihr einfach, was wir hier alles für Mods drauf haben. Zum Beispiel die Kappe hier. Wie zum Beispiel die Kappe oder die Maske vom Stone. Oder die Augen vom Grave oder sonst was. Die sind alle von dieser Skin-Mod. Das ist aber keine Mod, die irgendwie auf das Spiel wirklich eingreift, sondern das sind die gleichen Sachen, die es schon gibt im Ark, nur dass man die eben sofort hat. Das ist der einzige Knackpunkt. Jetzt komm, jetzt kriegt der Raptor mal einen auf den Arsch. Bäm. Und direkt schon mal Level up. Das ist schön. Sehr schön. Sehr schön. Wir gehen ja langsam bei der Abonnentenzahl auf die 10.000 drauf zu. Ich freue mich richtig. Ich bin echt super beeindruckt, dass es so schön läuft. Und ich denke mir, hoffentlich schaffe ich das auch von der zeitlich. Ansonsten wird es sich ein bisschen verschieben. Wird es zum 10.000 bei den 10.000 Abonnenten auch natürlich ein Abonnenten-Special wieder geben. Ich habe, glaube ich, jetzt bisher noch nicht so viele gemacht. Ich glaube, 4. 3, 4. Und ich glaube, ich sollte nicht zuschlagen, das ist nicht so schlau. Ob den Scheiß mal wieder. Was? Ach so. Und ich bin ja mal gespannt, was ich mir wieder so aus meinem kranken Hirn ausdrücke. Weil ich habe echt keine Ahnung. Ups. Ja. Ach, das ist ein Äffchen. Oh ja. Die Äffchen sind super. Ich würde ja so ganz gerne Abonnenten-Specials auch mal ganz gerne mit dem Stone oder mit dem Grave zusammen machen. Das letzte Abonnenten-Special ist ja mit dem Stone, mit dem Grave zusammen gemacht worden, weil der auch bei mir hier, bei mir zu Hause war. Das war ein. Oh, jetzt kommt die wieder hier. Jetzt kommen die Ameisen. Weg. Aber es war nur wirklich ein reiner Zufall, weil ihr wisst ja vielleicht, ich wohne ja wirklich am Arsch der Welt, am Arsch der Welt von der Welt, und der Grave war eben in meiner Nähe gerade, und deswegen haben wir das zusammen machen können. Oh, juhu, die Biene meine fliegt. Wo ist Leckrad? So, jetzt aber. Ah, ich wollte gerade sagen, wo sind denn die Jungs, die Troodons? Da sind sie. Greift ihr mich an? Die sind nicht so aggressiv, die Troodons. Also, wenn man nicht, wenn man den wirklich nicht auf den Fuß tritt. Aber sonst. Ansonsten sind die recht gefährlich. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Ich würde eigentlich auch mal ganz gerne durch den Busch gehen. Wir haben übrigens auch in den letzten Folgen irgendwo mal auch ein paar Schnecken direkt hier am Rand gesehen. Da braucht man gar nicht immer in den Sumpf laufen. Hier waren ganz, ganz viele Schnecken am Rand des Sumpfes unterwegs. Ich muss auch mal unbedingt wieder eine Froschtour machen. Frösche sind super hier im Spiel. Guten Tag. Aber ich muss auf den Kaprosukos aufpassen. Die reißen mich ja, glaube ich, runter, ne? Da muss ich echt aufpassen. Da kommt er, kommt er, kommt er, da kommt er, da kommt er. Schnell weg hier. Oh Mann, ich sehe nix. Da kommt er. Scheiße. Wo ist das kleine Arschloch? Man sieht echt scheiße wenig mit den ganzen Bäumen hier vom Gesicht. So, wo seid ihr? Wo seid ihr? So, mal nachladen.
Ich müsste vielleicht auch mal eine Runde mit meinem Caposucos machen. Was sagt ihr eigentlich übrigens? Habt ihr mal gesehen, was es für neue tolle Tiere im nächsten Update gibt? Das Update müsste jetzt am 20. rauskommen. Also, wenn es am 20., wenn da steht 20., dann wird das bestimmt der 22., 23., 24. sein. Ich will hoffen, dass das früh genug kommt, weil ich am 28. Urlaub fliege und dann bin ich dann einen Monat nicht am heimlichen Rechner, sondern am Laptop und ich versuche mal so wenig wie möglich an den Rechner zu gehen, weil, ja, Urlaub ist Urlaub. Und in diesem Update wird es ganz, ganz tolle Tiere geben. Jetzt weiß ich die Namen leider alle nicht. Das sind, ich glaube, fünf oder sechs Tiere, die sogar kommen. Und unter anderem das Schaf, wo ich mich auch drüber überfreue. Einfach ein stinknormales Schaf. Warum nicht mal ein ganz normales Schaf reinzubringen? Genau, das haben sie sich auch gedacht. Und oh Mann, nervt mich. Nervt mich nicht. Oh, er ist aber stark. Ich glaube, wir sollten hier mal weg. Ich glaube, wir sollten lieber hier weg. Wenn der so viel aushält mit Kopfschüssen, ich weiß nicht, was der für ein Level hat. Oh, ist das gerade nebelig, Leute. Ich sehe immer gerade gar nichts. Dann wird es eine, dann wird es eine Art, ja, so eine Art Muschelschnecke für, ich glaube, das ist eine Wasser. Wasser. Oh nein. Nicht angreifen, cool bleiben. Oh, jetzt müssen wir weg. Hier sehen jetzt nichts mehr. Ich sehe nichts, Leute, aber null. Oh wei, wo bin ich denn jetzt hier? Schnell irgendwas droppen. Es gibt natürlich ganz viele Blümchen und sowas, aber die brauchen wir alle jetzt nicht. Wir haben genug von dem ganzen Scheiß. So. Dann wird es eine Art. Ich weiß gar nicht, wie ich das vergleichen kann. Es ist so ein Tier, so ein Dino, der die Bäume hochklettern kann. Sieht so ein bisschen aus auf dem Bild wie so ein Tiger-ähnliches Katzenvieh oder sowas. Dann soll aber ziemlich klein sein. Dann wird es noch ein anderes Tier geben. Oh Gott. Ein Tier, was so ein bisschen aussieht wie so ein Caprosuchus auf zwei Beinen. Ah, den Namen, den fand ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Oh. Bin ich denn hier? Ach, ich bin beim Sum beim See vom Grave. Komm, den tun wir nochmal ganz kurz einen Platz hier. Also so eine Art, ja, so ein krokodilähnliches Tier auf zwei Beinen. Das soll sehr, sehr schnell laufen können übrigens. Und was gibt's noch? Da haben wir noch mal irgendwas Kleines. Was übrigens auch noch veröffentlicht worden ist als Dossier, ist das Pferd. Jetzt soll auch sowas wie so ein Dino-ähnliches Pferd. Also sieht aus wie ein Pferd eben mit ganz viel Haaren. Sieht sehr, sehr geil aus. Ich weiß nicht ganz genau, wann es kommt, aber sie haben es natürlich präsentiert in den letzten Dossier-Veröffentlichungen und das wird bestimmt eine tolle Sache, weil klar, man läuft hier mit dem T-Rex oder hier mit dem Terracino, mit dem Allosaurus rum. Das ist schon eine geile Sache, aber einfach mal so ein stinknormales Pferd wie die stinknormalen Schafe finde ich echt irgendwie cool. Gefällt mir. Und ich denke mal auch, das Pferd soll ziemlich ausdauernd sein. Hat, glaube ich, links und rechts so Satteltaschen. Kann ziemlich, ziemlich schnell und ziemlich weit laufen. Oder besser gesagt, konstant laufen. Was haben wir denn hier? Was kann man denn hier alles klauen? Der hat immer Flair ganz, der Junge. Immer hat der Flair ganz. Oh, ein Spinosattel. Aha. Oho. Sehr interessant. Sehr interessant. Hier sind einige Modbauteile wieder.
Wenn ihr euch fragt, was das alles ist, Advanced Mod und so ein Quark, das steht alles, wie gesagt, in der Videobeschreibung, findet ihr alles drin. Kann man denn hier, kann man hier nichts klauen? Was haben wir denn das? Nachtsichtgerät. Metal Arrow. Nichts zu essen hat der Junge. Nix. Kommt immer bei mir klauen. Aber hier könnte ich echt nicht wohnen. Der Wasserfall ist zwar schön, aber die geht mir voll auf die Eier, das ganze Geräusch, die ganzen Geräusche. Das ist übrigens das Haus von Grave, wenn ihr es noch nicht kennt. Sehr, sehr cool gemacht. Auch ganz gemütlich hier mit diesem Teppich. Das ist auch eine Mod. Da kann man hier diese Stühle, das ist auch eine Mod. Das sind aber hier keine großartigen Mods. Das sind ein paar Mod-Bauteile für die Schrägen und für vielleicht neue Bauteile, aber sonst nichts Großartiges. Oh, die Mona Lisa. Hallo. Ich warte ja immer jedes Mal, bis sie irgendwie blinzelt. Aber machen tut sie es irgendwie nie. So, dann kann man sich nämlich hier hinsetzen, macht das Feuerchen an. Und kann man den Mafia-Boss markieren. So, machen wir das Feuerchen wieder aus. Hier oben kann man wieder was klauen, ne? Nix. Ein Raketenwerfer. Ich glaube, ich muss echt mal. Und ein Snipergewehr, ich glaub's noch. Ey. Ich glaube, ich bin irgendwie schlecht ausgerüstet bei mir zu Hause. Oh, guck das mal an! Rot? Ich habe noch nie was Rotes gehabt. Krass, 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 krass. Sehr schön. Das ist aber schön, dass er sowas findet. Ich bin ja übrigens der alleinige Admin hier auf dem Server. Also. Achso, jetzt mal, wenn man vorbeigeht. Also, so gesehen, nicht, dass mir jemand schreibt, das wurde hier hingecheatet. Rot wird, gibt's wirklich? Rot ist das Nonplusultra, das ist die stärkste Rüstung, die es gibt. Ich habe hier ein paar lilane Bauteile, aber das ist jetzt schon nichts mehr Neues. Rot ist dann wirklich das Stärkste von allen. Und dann gibt es dann auch nochmal Varianten dieser roten Waffe oder roten Rüstungen oder Waffenbauteile. Nicht Bauteile, Rüstungen oder Waffen. Ah, dieser Typ macht mir jedes Mal. Ist das eine Dusche? Ja, er hat sogar eine Dusche, der Verrückte. Ich noch gar nicht gesehen. Oh, der König. Ihr seht, das ist ein Skin gewesen. Das ist die Mütze, die kommt einfach auf die ganz normale, stinknormale Mütze drauf. Und ich laufe jetzt als König herum. Wieso habe ich so lange Haare? Das sieht ja geil aus. So, ich bin jetzt hier die prima Ballerina. Was haben wir hier noch drin? Nichts mehr. Ein Bett haben wir noch. Es ist schön, dass man immer hier zwischen diesen ganzen Häusern stöbern kann. Das ist der Wasserfall, der einem auf den Sack geht, weil er ziemlich laut ist, aber da hat eben der Graves seine ganzen Plattformen für die ganzen Artefakte hingeknallt. Was ist das? Schönes Haus. Gefällt mir richtig gut, das Haus. So. Gibt es hier nichts zu klauen? Samen hat man noch. Nichts, nichts. Man kann hier nichts klauen. Dieter und Diva. Hallo. Aha. Sehr schön. Und es ist auch wieder ein gutes Wetter und dann kann man mit der Biene Maya weiterfliegen. So. Aber jetzt mal ratzfatz nach Hause. Übrigens, meine Capra-Sucos, ja, die sind schon bei mir zu Hause. Ich habe es natürlich nicht vergessen, vielleicht für die Leute, die sich noch daran erinnern können. Ich habe hier irgendwo mein Dimorphodon. Das ist der Papagei, den man auf die Schulter setzen kann. Oh. Man sollte nicht zu schnell laufen. Den habe ich ja irgendwo mal verloren bei dem Giganotto-Special bei der 100. Folge. Der ist. Oh, das ist ein Bär. Nee. Den will ich gerne wieder haben. Er ist noch nicht gestorben, es wurde nichts angezeigt. Also müssen echt mal. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Ich komme!
Und wir müssen echt mal so eine Suchaktion starten, um den wirklich zu finden, weil das geht mir auf den Nerv, dass ich sehe, mein schöner Papagei, der ist auch ziemlich hoch vom Level gewesen. Oh, ich bin schon müde. So. Oh, ich kann noch mal. Ich kann ja noch mal so und so. Okay. Stone hast du echt super gemalt. Finde ich echt gut. Er meinte, er hatte für den Skin über eine Stunde gebraucht, weil der Skin, das ist sowas. Da könnt ihr eine Schablone runterladen. Die Schablone des Körpers des Tieres. Und dann könnt ihr dann mit mehr oder weniger in Anführungszeichen Paint. Ja, könnt ihr dann Pixel für Pixel malen. Damit ihr dann so gesehen ein schönes, gerades Bild hinbekommt. Und das hat der Stone für mich gemacht. Ich habe es nicht gesagt, dass er es machen sollte. Ich bin einfach online gekommen und da war die Biedemeier da. Und er meinte, das hat ihm ziemlich lange gekostet, weil eben den Skin gab es nicht. Und dann hat er gesagt, ach komm, dann malen wir mal die schöne Biedemeier. Oh, wieder kein Power mehr. Nerv nicht. Komm, noch mehr von den Brüdern. Kommt her, kommt her. Meh, meh. Komm hier so hoch, komm hier hoch, komm hoch, komm hoch, hoch. Ja. Die Geschwindigkeit macht's. Bam, 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 bam. Ich musste übrigens meine Tetsch, ne? Das ist hier mein Megalozeros, also mein Hirsch. Den muss ich irgendwie noch abholen. Den habe ich noch da hinten liegen lassen. Stehen lassen. Dort beim Holzblock-Hütten-Dingsbums. Ich wollte aber jetzt wirklich mal ganz kurz. Oh, ach da. Was? Alles dabei. Ja, die Prinzessin. Sieht so ein bisschen aus. Kennt ihr rein zufällig, das ist für die Älteren von euch, kennt ihr noch, wie hieß nochmal die, von He-Man, das Gegenstück, das weibliche Gegenstück, Sheila, Shiva? Die hat doch auch so eine goldene Krone gehabt. Shiva oder so, ne? Shiva? Oh Gott, ich habe He-Man geguckt. Bei der Macht von Grayskull. Oh, ich muss echt mal mein Quetzal auf... Wirklich Geschwindigkeitsskillen. Das ist echt zu wenig. So, wir wollen jetzt mal Richtung Stelle fliegen, wo ich den Abend. Wie hieß nochmal die Morphodon? Die Morphodon hat doch irgendwie so einen ganz tollen Namen gehabt. Oh, ich weiß das schon gar nicht mehr. Den würde ich gerne wieder haben, weil der war vor Level ziemlich hoch. Aber ich habe den irgendwie abgeworfen und nicht mehr aufgehoben und jetzt lag der dann da. Hier fliegen. Wir fliegen. Nochmal zur Erinnerung für alle Leute, weil es wurde natürlich auch wieder wurde in den Kommentaren auch geschrieben, wer ist denn Automatix? Warum kann der denn auf dem Server? Der Automatix ist schon ganz, 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 ganz lange dabei. Der ist seit der ersten Folge in Staffel 1 mit dabei und ich fliege gerade auf seine alte Base drauf zu. Hier war mit dem Automatix, Grey Fox und AMD-Fan, die haben hier oben eine riesen Base gehabt, aber eine riesen Base. Dann, da unten, wo gerade mein Kopf hin zeigt, das ist meine Base gewesen, auf dieser Insel mit dem Grave zusammen. Hier, wo der Kopf hingezeigt, da wo der Baum ist, da war die Base von Wixwax. Hier unten neben mir war die Base vom Ole. Witte hat seine Base eigentlich immer dort da hinten gehabt. Dann, was gab's noch? Z hat seine gleiche Stelle, wie er jetzt auch hat, aber hat er jetzt nicht viel gebaut. Wem haben wir vergessen? Der Tom war ja auch noch mal ganz kurz dabei, aber der hat ja nicht viel Zeit gehabt beim Zocken, weil wir meistens immer abends online sind und er war nicht abends online, deswegen hat er es dann irgendwann noch sein gelassen, woanders spielen gegangen mit anderen Leuten. Er hatte seine Base
ganz hinten gehabt, da hinten, hinter, in der Nähe vom Roten Ark, hier unten, wo ich gerade bin, war der Ghost auch dabei. Es sind einige Spieler, die hier gewesen sind und dann auch wieder ganz schnell verschwunden sind. Hier, da ist die Base vom Z. Also verschwunden sind eben vielleicht Zeitprobleme oder einfach, weil wir nicht, nicht immer an, ja, wir sind ja nicht an Zeiten online, wo viele, sagen wir, jüngere, vielleicht jüngere Leute online sein möchten oder die Leute, die eben nicht viel Zeit haben, die vielleicht früh ins Bett gehen müssen. Wir sind ja meistens dann immer gerne ab 9, 10, 11 Uhr online und dann geht's dann eben bis aufwärts. So, also, Sekunde. Wir waren nicht hier. Woran lag das ganze Titan-Giganotus-Special? Giganotus? War das nicht hier? Nee, das war eins weiter. Da hinten. Richtig. Da war das Giganotus-Special. Dann sind wir hier lang gelaufen, um auf den Hügel zu kommen. War der hier? Der Hügel war doch da hinten. Also, ja, genau. Wir sind dann hier lang gelaufen. Richtig. Oh, da gibt's was. Ein Dingsbums im Wasser. Keine Kiste? Nö. Bevor ich es vergesse, weil ich jetzt gerade so hier gerade diese schöne Reflektierung von dem Wassersee und allem drum dran. Viele schreiben ja auch, die haben sehr viele Probleme mit Ark. Die versuchen Ark zu starten, es schließt sich Ark. Was war das denn da hinten für ein Dings? Ark. Sieht vielleicht scheiße aus oder Ark leckt ziemlich viel. Also erstmal ein kleiner Tipp für die Leute, wo es ziemlich viel leckt. Guckt euch mal meine Einstellung an. Ark sieht vollkommen okay aus. So, ich fliege jetzt nochmal zurück, dann zeige ich das nochmal hier ganz kurz. Für alle. So, wo war das Ding jetzt nochmal? Hier. So. Na? Landen! Mensch! Lande, du Arsch! Lande! Du darfst jetzt landen! So. Okay. Gucken wir gerade mal kurz. So. Jetzt gehe ich mal runter. So. Jetzt könnt ihr selber von euch sagen, sieht das gut aus? Oder sieht das nicht gut aus? Sehr geil. Ich muss mal ein bisschen Foto machen. Na? Ich liebe Fotos. So. Ist okay. Die Grafik ist vollkommen okay. Ich habe es nicht auf Maximum gestellt, auch wenn ich das machen könnte. Ups. Ich wollte eigentlich rauf. Ich komme nicht auf. Ich wollte auch das Wasser nicht trinken. Wie geht? So. Jetzt wollen wir mal ganz kurz auf meine Einstellung ganz schnell. Dann zeige ich es euch ganz kurz. Epic, das ist hier für World Title Buffer. Dann View Distance High, Anti-Aliasing High. Das ist alles hier high gestellt, Medium, Medium, High. Also es ist nicht auf Ultra gestellt. Ich könnte es vielleicht noch was höher schalten. Muss ich aber gar nicht. Das reicht vollkommen aus. Dann stellt das hier vielleicht ein bisschen ein, dass die Sky-Qualität nicht zu hoch ist. Und das reicht ja vollkommen aus. Jetzt im Moment ist es natürlich ein scheiß Tag. Aber, boah, ist aber richtig ein beschissener Tag gerade. Das reicht vollkommen aus. Was auch ganz, ganz wichtig ist, ihr könnt zwar die beste Grafikkarte haben der Welt und 16 GB RAM, guckt aber auch, dass eure Treiber aktuell sind. Wenn eure Treiber nicht richtig aktuell sind, dann gibt es ziemlich viele Probleme bei diesen Spielen. Also guckt immer danach, dass alles immer schön aktuell ist. Wenn ihr zum Beispiel eine Nvidia habt, wie ich eine habe, dann könnt ihr die Nvidia Experience, dann kann man ja dann direkt sehen, was man für Updates bekommt. Oh, das ist ein Kanu, das ist ein ganz... Boah, was geht denn hier unten ab? Also, hier ist unten ein Demorpho, das ist aber nicht meiner. Und hier oben ist ein Kanu, den müssen wir erstmal fressen. Oh, das sieht aber schön aus, der Kanu. So, hier hatten wir den Fight gehabt. Und hier habe ich meinen Demorpho abgeworfen. Ach nee! Gar nicht wahr, den habe ich nicht abgeworfen. Der ist doch in der Luft gewesen und ist immer höher geflogen. So war das. Der ist immer höher geflogen, aus irgendeinem bescheuerten Grund. Das ist natürlich so beschissenste Wetter. Ja, komm schon. Ich kann natürlich jetzt nicht nach oben gucken. Oh.
Also ganz, Leute, ich gehe mal ganz kurz nach oben, soweit es geht. Der ist immer höher geflogen. Wir haben es irgendwie nicht ganz verstanden. Wir haben irgendwie gedacht, das wäre ein Bug oder sowas. Aber es ist kein Bug gewesen. Der ist einfach immer hochgeflogen. Wo ist er denn? Scheiße. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Aber wenn die Muffe dann ist nicht hier. Scheiße. Ah, ich liebe Fotos schießen. So, aber jetzt erstmal die Morphe dann weitersuchen. Mal gucken, wo ich jetzt auskomme. An der gleichen Stelle? Nee. Oh doch, gar nicht mal so schlecht. So, wo finde ich meinen Demorphodon? Der ist hier irgendwie abhanden gekommen. Wenn die Leute, einige Leute noch Season 1 kennen, da habe ich ja damals meinen Roland Kaiser, nein, meinen Roy Black verloren. Und der war ja auch monatelang verschwunden. Monate nicht im Spiel, sondern Monate im echten Real Life. Der war monatelang verschwunden. Und keiner wusste, wo er hin ist und was passiert ist und überhaupt. Und dann ist er dann irgendwann doch gestorben. Nach langer, langer Zeit. An Altersschwäche. An Einsamkeit. Das ist er? Slash! So hieß er. Ich freue mich. Was ist denn das für eine geile Scheiße? Slash! Ich werd verrückt. Geil, ich hab Slash gefunden! Bam! Ich hätte nicht gedacht, dass ich den wirklich finde. Ich hab gedacht, der wäre nach oben geflogen. Da war das doch ein Bug irgendwie. Geil, ich hab Slash gefunden. Geil. Mission geglückt und wir können nach Hause fliegen in diesem Scheißwetter. Sieht so ein bisschen, übrigens, das sieht bei mir, bei mir sieht das im Moment ziemlich oft so aus, bei mir zu Hause, dieses Wetter so, weil wir wohnen ja, oder besser, ich wohne ja auf Sizilien, nochmal für alle Leute, die es nicht wissen, auf Sizilien, Sizilien ist eben der kleine Stiefel, unten am Stiefel der kleine, in Italien, die kleine Insel, oder besser, die größte Insel des Mittelmeers, und ich sag mal so ein Steinwurf von Afrika entfernt, und wir haben dann ziemlich viel dieses Wetter, wenn natürlich irgendwie so schlechtes Wetter, oder schlechtes Wetter bei uns, oder schlechtes Wetter in Afrika ist, bei der Sahara, dann hat man diese Sandstürme, und hat man diese, ja, ich sag einfach mal Sandwolken dazu, und das legt sich dann natürlich alles hier auf die Autos und sowas ab, das sieht auch total beeindruckend aus, aber irgendwie nach einer Zeit ist das dann auch immer scheiße, wenn man so ein blödes Wetter hat. Ich habe Slash gefunden, wo muss ich eigentlich jetzt hin, wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Hier, da ist roter Ark. Yes! Mission geglückt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den wirklich finde. Ich bin jetzt einfach nur hingeflogen, um einfach mal zu gucken, ob ich den vielleicht finde. Ist ja eine geile Sache. Slash, die Wiederkehr. Mal gucken, ob ihr überhaupt noch wisst, wer Slash ist. Oder ob... Muss er jetzt nicht alt oder jung sein? Ihr könnt es ja wissen. Slash ist eigentlich ein total bekannter Name von einer bestimmten Person. Von einer bestimmten Band, die ich übrigens ziemlich oft gehört habe und die jetzt sogar wieder zusammen ist und wieder auf Tour gehen, wo die Tickets komplett ausverkauft waren. Ich sag aber jetzt nicht, ihr könnt es ja mal ganz kurz googeln, ihr könnt einfach mal überlegen. Ich sag einfach nur, Zylinder. So. Ich habe Slash gefunden, lalala. Ich habe Slash gefunden, lalala. Finde ich cool. Noch so ein kleiner Tipp für die Leute, die jetzt keine, noch nie so ein Demorphodon gezähmt haben oder überhaupt gar nicht wissen, was man damit machen sollte, ob die gut sind. Die sind erstmal super stark, super gut.
Und die sind in den Instanzen, Dungeons, Höhlen, sind die echt erste Sahne. Warum? Wenn ihr jetzt nicht unbedingt den höchsten vom Level habt, könnt ihr den einfach auf der Schulter lassen, weil der beißt trotzdem zu. Der beißt auf der Schulter zu. Das heißt, gesehen, wenn jetzt irgendwie so eine Flattermaus euch auf den Sack geht und euch beißen möchte, dann beißt der zurück. Ja, ist ja gut. Und ansonsten, wenn ihr so ein Level habt wie ich jetzt hier, was ist das für ein 96, 97? Geht das schon wieder los? 172. Komm mal runter jetzt. Komm. Was macht? Es geht das schon wieder los. Guck, guck, guck. Der geht wieder nach oben. Warum? Ich verstehe das nicht. Oh, das geht das gleiche Spiel schon wieder von vorne los. Der geht einfach nicht runter. Was macht er denn da oben? Du Arschloch! So. Nein! Ey. Warum geht der immer weiter? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ein Bug ist. Der geht gar nicht nach oben. Jetzt reicht's. Seht ihr? Das ist ein Bug. Der ist gar nicht da oben. Der ist unten. Der hätte jetzt nämlich vom Himmel fallen müssen. Okay. Ist aber wieder. Oh, ist aber wieder da. Das ist schon mal das Wichtigste. Wenigstens ist er bei uns oder bei mir in der Nähe. Das ist der Buffalo Bill und mit dem werden wir die nächste Tour machen. Zungenschlecken, das ist immer lustig. Okay, Leute, das war's für heute. Wir haben Slash wieder gefunden. Ich bin echt glücklich darüber, dass wir Slash haben. Freue ich mich echt. Und ja, wir haben den schönen Skin von unserer Biene Maya und den Biene Maya Namen auch immer richtig gemacht, richtig verändert oder geändert. Dankeschön nochmal für die Aufklärung des Fehlers in meinem Namen. Und ja. In der nächsten Folge werde ich dann mal versuchen, mit die Jungs zu überreden mit einer Froschtour. Ich liebe Froschtouren. Und ja, das war's. Bis zur nächsten Folge und tschüss.